Ja, mir gefällt es sehr gut hier. Also ich denke, das Trainingsniveau, was wir hier haben, ist extrem hoch. Und vor allem Sebo auf meiner Position, der kann mir extrem helfen, der will auch mit mir arbeiten. Und mir als Jugendspieler hilft das damit halt sehr viel. Und auch jetzt mit dem Testspiel, wir harmonieren sehr gut mit der Mannschaft und ich denke, dass man darauf gut aufbauen kann auf heute. Ja, auf jeden Fall. Also hinter uns waren halt relativ so, sag ich mal, athletische Wochen. Also wir hatten dreimal die Woche Krafttraining, dann noch ein, zweimal die Woche so Ausdauer und Prama, anstrengendes Training, wenig Pausen, außer halt am Wochenende, wo wir dann eben frei hatten. Aber die 5 Tage waren sehr hohe Intensität, alle am Freitag sehr kaputt gewesen, Muskelkater. Und ich denke, jetzt kommt der Teil, weswegen wir alle Volleyball spielen. Jetzt können wir spielen, das macht Spaß und ich freue mich auf die nächsten Testspiele. Einen guten Eindruck auf jeden Fall. Also ich denke mal, der Gegner war auch ein guter Gegner zum Reinkommen. Das heißt jetzt, also wir mussten halt nur, also wir mussten nicht unser Bestes spielen, wir mussten einfach eine gute, konstante Leistung abbringen. Aber trotzdem, ich denke, vor allem im Aufschlag und in der Transition waren wir doch relativ erfolgreich, bin ich gut zufrieden. Okay. Tatsächlich, also zum Beispiel heute, habe ich viel weniger Bälle bekommen, als ich in Berlin bekommen würde. Und das ist halt eben eine Umstellung. Normalerweise denkt man, okay, jeden zweiten Ball bekomme ich oder so. Und das ist hier halt eben anders, weil man halt auf jeder Position, vor allem wenn man den Blocking irgendwie dann ein bisschen verändert oder so, kann halt jeder den Ball gut tot machen. Und das ist natürlich eine super Entlastung. Also hat man halt eine Sicherheit, dass wenn man selber mal einen Punkt nicht macht, okay, macht er, also kann auch jemand anderes machen. Aber natürlich ist es auch für mich als Dir ab und zu, will man dann schon den einen oder anderen Ball mehr.